Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute zu einer wirklich guten Nachricht. Merkels Traum wird wahr. Die Impfpflicht kann kommen. Ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, eines der geilsten Gremien, die es auf dieser Welt gibt, hat für Europa entschieden, eine Impfpflicht ist rechtmäßig. Ist das nicht schön? Da freut sich doch YouTube auch, da freut sich Google auch, da freut sich die WHO, da freuen sich alle. Falls du jetzt denkst, du bist im falschen Film gelandet und was ist mit dem Klaus los und der propagiert die Impfpflicht? Nein, du bist nicht im falschen Film gelandet. Du bist auf YouTube gelandet und da freut man sich über die Impfpflicht. Wenn du Querulant, Querdenker, Spinner oder sonst was bist, Grenzenlos Leben gibt's auch auf Telegram. Da gibt's zu dem Thema ein aktuelles Video ebenfalls. Vielleicht guckst du dir das an und abonnierst dort auch. Und auch den Newsletter und auch hier den Kanal. Denn dieser Kanal ist auf YouTube nicht so populär, weil er ist halt nicht so staatstragend. Aber ich möchte nochmal ganz klar sagen, gut, dass die Impfpflicht kommt. Und dass endlich durchgeimpft werden kann. Ja, der aufrechte Bürger freut sich aufs Impfen. Solltest du allerdings nicht so aufrecht sein, solltest du nach 13 Monaten Pandemie immer noch glauben, dass du über deinen Körper selbst bestimmst, das ist natürlich auch ziemlich krass und ziemlich übertrieben in der Sicht von diesen gottgleichen Gestalten in der DDR 2.0, die Merkel, Söder, Spahn und sonst wie heißen, unterstützt von Wissenschaftlern, die Drosten und Wieler und Karaganidis oder wie auch immer dieser Komiker vom DIF-X-Register heißt, also es ist ja eine Elite, die dort Informationen weitergibt, verarbeitet und Entscheidungen trifft. Und diese Elite wird auch die Entscheidung für die Impfpflicht treffen. Gott sei Dank. Wenn du aber jetzt nach 13 Monaten Pandemie immer noch Reste von Hirn besitzt, das ist erschütternd aus Sicht mancher, die diese Diktatur errichtet haben. Aber wenn du noch Reste von Hirn besitzt und immer noch selber denkst, dann hoffe ich, dass du damit das Richtige anfängst. Grenzenlos Leben auf Telegram gibt dir die Idee. Und alle, die jetzt auf die Idee kommen, dass es 15 nach 12, 20 nach 12, nein, ich sag mal halb zwei schon ist, wenn es um das Thema Auswandern geht, die können auf diesem Kanal viele, viele Informationen zum Thema Auswandern finden. Und jeder, der denken kann, der sollte darüber nachdenken, ob diese gute Nachricht von der Impfpflicht für ihn vielleicht nunmehr der Startschuss für die Auswanderung ist, bevor es zur Flucht wird. Denk mal drüber nach und mach was draus. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.